Am 5. Mai 2019 veranstaltete die Freiwillige Feuerwehr der Marktgemeinde Wilhelmsdorf den diesjährigen Tag der offenen Tür. Trotz niedrigen Temperaturen und durchwachsenem Wetter fanden sich zahlreiche Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie viele Gäste ein. Die Freiwillige Feuerwehr wurde 1877 gegründet. Sie hat derzeit 220 Vereinsmitglieder, davon rund 60 aktive sowie ca. 10 Jugendfeuerwehrler, die tatkräftig unterstützten. Sie zeigten und erklärten die hochmodernen Fahrzeuge und Geräte und beantworteten alle Fragen. Nicht nur die Kinder hatten Spaß und durften selbst verschiedene Lösch- und Bergegeräte ausprobieren. Wir haben mit dem Dachwerfer in Betrieb genommen. Dachwerfer, der ist hier fest am Dach verlastet. Mit dem können wir 1200 Liter die Minute Durchsatz eben machen. Wir können von Voll- auf Sprühstrahl umstellen. Jetzt, wenn man sich anschaut, dass das Auto nur 2000 Liter Fassungsvermögen an Wasser eben drin hat, na, dann sind wir nach nicht mal 2 Minuten eben leer mit dem Tank. Das heißt, wir müssen immer gucken, dass wir auch schnell eine Wasserversorgung herkriegen, um da eben auch weiter den Dachwerfer in Betrieb halten zu können. Ansonsten ist das Fahrzeug hier ein HLF20. Das haben wir 2012 in Betrieb genommen. Das ist von der Firma Ziegler. HLF20 hat, wie schon erwähnt, 2000 Liter Wassertank dabei. Wir haben 200 Liter Schaum dabei und wir können mit der Pumpe maximal 2000 Liter die Minute Wasser fördern. Mit schwerem Gerät wurde gezeigt, wie man selbst Metallrohre schnell und einfach durchtrennt. An praktischen Beispielen wurde demonstriert, wie man Ölbrände löschen kann. In jeder Küche sollte ein kleiner Schaumfeuerlöscher vorhanden sein. Und was passiert, wenn man mit Wasser löscht? Auch für das leibliche Wohl wurde gesorgt. Bei saftigen Steaks und Bratwürsten sowie dem selbstgebackenen Kuchen konnten die Gäste in der Halle ihre Speisen und Getränke genießen.